Hallo, herzlich willkommen bei der Auflösung von meiner Osterverlosung. Und zwar möchte ich heute, hoch entschuldigt, möchte ich heute mit euch den Gewinner küren von meiner Osterverlosung. Ich bedanke mich erstmal bei allen, die mitgemacht haben. Hat mich riesig gefreut, dass da doch so viele Kommentare unten standen und drücke euch allen die Daumen. Ich bin genauso aufgeregt wie ihr, weil ich nicht genau weiß, wie viele DVDs ich überhaupt habe. Ich habe sie nämlich noch nicht durchgezählt. Ich habe sie mal von A nach B geräumt und schätzungsweise, ja, es sind viel, das weiß ich, aber ich weiß auch nicht genau eine genaue Zahl, von daher bin ich genauso aufgeregt wie ihr. Ich werde euch jetzt direkt mit rübernehmen. Wir gehen zählen, damit ihr mitzählen könnt, damit das dann auch alles wirklich seinen richtigen Ablauf hat und ich da nicht irgendwie schummeln kann, sonstiges. Oder dass sich da nachher einer beschweren kann. Und ich werde auch ein kleines, ich weiß nicht genau, ob die Tüte über den Logo reicht. Wenn nicht, suche ich mir noch schnell was raus, was das Logo freilässt, dass ihr auch wirklich seht, dass es DVDs von Disney sind. Nur ich weiß nicht, wie das mit dem Bildrecht ist. Deswegen will ich die nicht jetzt genau direkt im Video zeigen. Ich möchte es aber gern schon mit euch zählen. Deswegen gehe ich jetzt mit euch rüber. Es wird ein bisschen wackeliger, das Video, da ich da hinten kein Stativ habe und so mit euch zählen muss. So. Dann gehen wir mal an meinen Schrank. Ich öffne diesen. Huch, dann packe ich mal die Karten. Oh, nein, nicht. Moment. Zack. So was vorpacken. Jetzt muss ich bei meinem anderen Schuhfach welche vorpacken. Da fällt mir gleich hier alles auseinander. Ach, nehmen wir das Katzenspielzeug. So, jetzt aber. Und zwar könnt ihr sehen, dass es Disney-Filme sind. Ja, das könnt ihr sehen. Da oben ist das Logo immer zu sehen. Also es sind wirklich Filme von. So, also ich fange an zu zählen und ja, ich versuche euch das mal so. Jetzt wird es ein bisschen heller. So, also eins. Huch. Nochmal, das ist gar nicht so einfach durch die Kamera. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, hoch 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Und hier steht zwar drin Teil 1 von. Fällt mir schon alles auseinander. Steht zwar drin Teil 1 von 3, aber ich habe hier nur eine drin. Ich habe hier nur eine einzige. Das zeige ich euch mal. Hier ist nur eine drin. Dann sind es genau 50. Ich zähle mal nochmal. Hier ist jetzt 1. Hier hatte ich 2, 4, 6. Weil das durch. Ich zähle mal kurz ohne Kamera. Ich packe euch. Ihr könnt hier gucken. Also 5. Nee, stimmt genau, sind genau 50 Stück. Jetzt gehe ich mit euch wieder rüber und ich gucke mal auf mein schlaues Zettelchen, wo ich eure Kommentare habe. Ich lasse das mal da alles kurz. Ist das spannend. So, ich hänge euch mal wieder ein, damit es nicht so arg wackelt. Zack. So, jetzt nehme ich mir mein Zettelchen und dann gucke ich mal. Und zwar, ich gucke mal rasch. Jetzt muss ich mal kurz rechnen. Das sind hier 3, 13.
hier. Also habe ich schon mal hier. Ich schreibe mir das nur mal rasch auf. Ganz klein. Moment, geht gleich los. Ich mache mal Pause und dann zähle ich es mit mal zusammen. Moment. So, und zwar habe ich nur zusammengerechnet. Und es gibt zwei, die zwei daneben oder darüber waren. Also, liebe Kalu hatte 48 Stück genannt. Das sind ja zwei zu wenig. Und die liebe Elke hatte 52. Zwei zu viel. So, also wären ja nun beide zwei dran. Und ich habe ja dann gesagt, wenn so ein Fall ist, dann nehme ich den, der zuerst kommentiert hat. Das ist dann die Kalu erster Platz. Die Elke hat den zweiten Platz. Und die liebe Martina hat den dritten Platz mit 53 Stück. Ihr könnt da gerne auch nochmal in den Kommentaren oder auch bei meinem Verlosungsvideo gucken. Da hatte ich es wirklich auch angesagt, dass ich das so mache, wenn zwei gleich weit weg sind von meiner Schätzungs- oder zwei auch genau richtig gewesen wären auf der Schätzungsliste, dann, dann habe ich gesagt, dann mache ich so, der Erste, der kommentiert, kriegt dann auch den ersten Platz sozusagen. Und so habe ich es jetzt auch gemacht, also die Kalu, erster Platz, die liebe Elke, den zweiten Platz und die liebe Martina den dritten Platz. Ich werde in diesem Video unten in der Infobox quasi da unten werde ich meine E-Mail-Adresse aufschreiben und ihr könnt mich natürlich auch bei Facebook bei Charlie Ahnungslos anschreiben, wer Facebook hat. Ansonsten dann die E-Mail-Adresse. Kalu darf sich jetzt von den drei teilen. Ich kann es ja gleich nochmal, sofern ich sie jetzt hier habe. Ich habe mir es ja zurechtgelegt, bin ja vorbereitet. Darf sich die liebe Kalu von den drei teilen das erste aussuchen. Und ich werde dann der Elke schreiben, was noch übrig ist. Und die Martina müsste dann nehmen, was als letztes halt übrig geblieben ist. Aber ich habe ja gesagt, ihr kriegt da auch noch selbstgemachte Goodies von mir mit zu, die dann random sind. Und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ich werde auf jeden Fall nochmal eine Verlosung starten, weil ich das hat mir wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ich danke euch und herzlichen Glückwunsch an meine Gewinnerin. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss, eure Charlie.